Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu der allerletzten Folge von Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix Version. Denn in der letzten Folge haben wir die Secret Episode mit Aqua abgeschlossen. Wir haben Terra Nord 1 auf die Mütze gegeben und er wurde anschließend dann von den Wachen von Raining Garden mitgenommen. Und Aqua ist in die totale Finsternis gestürzt. Und wir haben dadurch etwas freigeschaltet, nämlich die Secret Episode, von der ich noch nie in meinem Leben gehört habe und auch noch nie was davon gesehen habe. Vielleicht ist es ein bisschen was Anschließendes zu Birth by Sleep, A Fragmentary Passage. Ich hoffe, man heißt so, ich weiß es nicht, also 0.2. Und ja, das Einzige, was ich weiß, ich habe reingeguckt, das, was ich mir eigentlich in der letzten Folge angeguckt habe, am Ende, habe ich bei der letzten Folge rausgeschnitten, denn es kommt in dieser Folge nochmal vor, deswegen dachte ich mir, lasse ich das einfach in dieser Folge drin und aus der anderen Folge schneide ich sie raus. Und wir starten jetzt ganz entspannt in die Secret Episode, die für mich komplett blind ist. Bis auf den Anfang. Aber ansonsten, was gespielt wird, was da auf seinem Brust geht oder so, ich habe keine Ahnung. Deswegen, wir sagen, starten wir einfach. Ich bin so gespannt! Darkness rules your heart. It gives me control. Muscle and sinew that once obeyed you now rebels against you. How you can remain here at all confounds the mind. It's still my heart. You think you can just come in and take over? I'm not gonna sit by and let that happen. Don't even entertain any notions of escaping me, boy. In the end, your heart will be engulfed by mine forever. Wrong. You're gonna get shown the door, old man. As I recall, you couldn't even handle your own darkness. How then will you triumph over mine? You'll find out soon enough. Oh, so that's how it is it? Someone else has set foot in your heart. Ericus, you sly fox. I'm not afraid of what the darkness holds now. Even if you do wrest control of my heart from me. Even if you cast me into the deepest, darkest abyss. You'll never sway me from the one cause that pushes me to keep on fighting. Whatever the cost, I'm ready to pay it. Brave words, to be sure. But I'm a patient man. We can take as much time as we need to settle this little property dispute. However, know this. You are just one of many roads that I might choose to take. Trust me, I made certain of that. Mr. Master. Oh, come on, you don't even know your pal? Please tell me the amnesia was just a sick joke. Boy, this is some cliche. Hey, you're not Terra. Just gotta check. As if. Well, don't sweat it. I got your back. Hmm?
Who are you? Why, hello. It's not often I get visitors. Please, call me Aqua. Why are you sitting here all alone in the realm of darkness? How did you end up here? Well, I can tell you this is my second time on these shores. But unfortunately, much like the first, I do not remember who I am or whence I came. Everything was washed away in whatever currents carried me here. That's too bad. I know I've been here a long time, wandering through the endless hours, unable to escape. You wish to return to your own world? It's my friends. I promised I'd be there for them. Your friends. Somewhere in the scraps of memory I have left, you remind me of a boy I once knew. He is very much like you. True to his friends and kind, this boy travels to many worlds and fights to keep the light safe. Keep the light safe? I've been away too long. Did something happen out there? Are the worlds in danger? Sad to say, they nearly fell to darkness more than once. But at every turn, that boy arrived with keyblade in hand to save the day. Huh? Wait a sec. Is his name Terra or Ven? Neither of those, I'm afraid. Should have known. How long has it been since I met him? At least a year now, perhaps more. Back then, my heart was clouded with vengeance. I did terrible things, both to him and his friends. I brought unhappiness to more lives than one. I felt something must be done. Was that why? A means of clearing my conscience, or perhaps out of a sort of scholarly instinct. While the boy slept his long sleep, I hid the results of my research inside him, transplanting the data to where it might best serve a purpose. In fact, I would like to believe, maybe he can set things right. A boy like him who touches so many hearts, he could open the right door and save all those people whose lives I managed to ruin. So many are still waiting for their new beginning, their birth by sleep. Even me, and even you. What's this boy's name? His name is... Sora. Sora.
Sora. Sora. Riku. Your mind's made up? Yeah. Sora. Kairi. It's just, they really need me. I have to go. I am who I am, because of them. See you soon. As long as you're with me, I'll always find my way back. Always. Oh.
is going on? Okay. Oha. Oha. Ich bin ein bisschen geschockt, tatsächlich, aber irgendwie verstehe ich das jetzt nicht ganz. Ich meine, ja, ich weiß nicht mehr, wo ich anfangen soll, weil ich so verwirrt bin. Oh Gottchen, ich werde jetzt hier Mega Flare auspacken. Und, tut mir leid, dass ich gerade überhaupt nicht zeige, aber ich bin gerade so mega geflasht von dem Ganzen, dass ich nicht weiß, was ich sagen soll. Die ersten 10 Minuten habe ich gesehen, mit seinem Namen lautet Zora, also sprich, als sie dann Aqua angekommen ist bei dem Typen in der Kutte, dass das dann schon circa um die 11-12 Jahre her ist, als sie dann, also sie ist ja 12 Jahre herumgewandert, 11-12 Jahre, nehme mal an, dass Zora dann zu diesem Zeitpunkt 16 sein wird, also in Kingdom Hearts 16 sein wird, wenn er in 1-14 ist und in 2-15. Aber gut, dann gucken wir uns mal hier ein bisschen um. Mir sagt das hier alles mir gar nichts. Ich werde das mal hier kurz abspeichern. Einfach aus dem Grund. Falls meine Aufnahme meint, jo, ich habe keinen Bock, ne? Gut, dann nehme ich mal das hier. Gott, ich bin richtig nervös. Ich weiß nicht mal, was auf mich zukommt hier. Ich habe das mir noch nie gesehen. Deswegen, ich bin auch ein bisschen verwirrt wegen 0.2. Weil da stand jetzt zum Beispiel 1. 0 Point und 0,5, was ist das? Was ist das? Ja. Oh, okay. Oh, Schattenluchis! Oh, wie cool. Okay, cool. Ah, aber wie sind. Oh, wir bleiben fit. Alter Falter, die hauen rein, ne? Aber die. Ich weiß gerade nicht, wie die hießen. Rhythmenmeister? Was ist Rhythmenmeister? Hä? Der hat's hingedrückt. Habe ich jetzt nicht ganz kapiert. Okay. Was ist Rhythmenmeister? Nein, das meinte ich nicht. Schalt sich frei, wenn du bereits ein Kommandospiel hast. Blitz, Minen oder Schlag. Okay. Gut. Da ist noch so ein. Und was ist mein Ziel eigentlich? Jemand anderes. Oh, nein, nicht. No, die. Oh, nee, da habe ich in Kingdom Hearts 1 gehasst und in Kingdom Hearts 2. Oh, hier sind. Bam. Ist niemand anders, sich diese. Au! Ach du Scheiße. Aber sie machen mir keinen Damage, ne? Okay. Da ist noch sowas, oder komme ich da. Ich weiß nicht, komme ich da rauf? Ah, doch, komme ich. Stehe schon. Oh. Also, ich muss diese schwarzen Felder nämlich mal anzerstören, aber was genau bringt mir das dann? Jetzt komme ich hier wieder in den Rhythmenmeister rein, ne? Hundertprozentig. Alter.
nein, ich... Oh, das gibt's... Hier gibt's was zu tun. Oh, okay. Duftpost. Hier gibt's Schatztruhen. Habe ich das dann hier drinnen auch? Ich habe schon zwei Schatztruhen verpasst. Wie das denn? Na gut, dann gehen wir da mal wieder runter. Auf diese Dinge kann ich mal nämlich nicht dann raufspringen. Nee. Ja, vielleicht sind die dann hier. Wer weiß ja schon. Gut, komm. Eventuell warten sollen, bis alle da sind, ne? Weil jetzt. Explos! Hab ich die anderen Viecher schon tot gemacht? Anscheinend. Okay. Oh. Ich wollte mich nicht heilen. Ich wollte halt so. Aber diese Schattenlure hauen aber jetzt schon rein, hey. Oh, gut. Da ist eine Truhe, guck mal. An die Grabgar. Ist das die, die mir fehlt, oder habe ich es danach eins? Ich habe Angst, dass ich irgendwo reinlaufe, wo ich nicht reinlaufen möchte. Und ich weiß nicht, wo lange ich gehen soll. Irgendwo eine Schatztruhe verpasst? Aber hier ist keine. Oder? Aqua, nein. Nicht blocken. Hier war keine. Nee. Na gut, ich gehe dann mal hier weiter rauf. Hier ist dann keine mehr gewesen, ne? Okay, nein, hier will ich nicht lang gehen. Oh Mann! Gut, das ist ein roter Punkt. Oder nein, ich gehe den anderen Weg. Ich mal. Gut, wir gehen den anderen Weg jetzt hier mal lang. Mal schauen, was da so. Und zwar, ich will jetzt nicht oben lang gehen. Ich habe Angst, dass ich in den Bus reinlaufe oder so. Was vermutlich sowieso der Fall sein wird. Gucken wir mal, wo wir hier rauskommen. Oh Gott. Ich will schon keinen Bock mehr. Da fand ich das in Birth by Sleep 0.2 schöner. Ach du heilige Makrele. Da ist wieder so ein schwarzer Punkt. Wenn ich jetzt wieder nur einen Gegner habe, ist es echt traurig. Aber wenn die anderen da auch dazu kommen. Wittmeister? Nein, Schatten. Cool. Nehme ich auch. Nehme ich auch. Gottchen. Ich könnte eventuell ein anderes Schlüsselschwert ausrüsten. Das ist richtig voll die coole Lichtershow. So, das ist jetzt weg und hier ist keiner mehr, weil hinten ist eine Stuhe. Gucken wir mal, wir können. Mensch, wenn ich runter drücke, geh doch runter. Sie hat einen Meisterhüter. Oh! Meister Erak für Schlüsselschwert. Es besitzt. Okay. Okay, dann lassen wir Meister Erak für Schlüsselschwert. Verdunkeln. Das ist aber gut. Es tut mir leid, dass ich hier so herumgucke, aber mich würde das halt echt interessieren. Okay, ich glaube, ich bin am richtigen Weg. So. Wir haben jetzt mal alles. Gut. Dann muss ich vermutlich hier. Oh Gottchen. So, wir sind hier jetzt oben. Ich weiß wieder sowas. Hä? Nein.
cool, ich habe ihn nicht von seinem zweiten erwischt. Ich glaube, der Schatten-Luki kriegt ja, der kriegt zwischendurch auch einfach mal. Das ist gut, die sollten jetzt weg sein. Der lebt noch. Jetzt sollte ich in den Rhythmenmeister da reinkommen. Ja. Ach du Kacke. Ganz verstanden habe ich das mit dem Rhythmenmeister, wenn ich ehrlich bin, nicht. Okay. Wir haben da jetzt eine Brücke erstellt. Gut, ich verstehe. Ich lasse das jetzt so tatsächlich. Gut, dann wird hier vermutlich nichts mehr weiter sein. Dann kann ich... Ach du Kacke. Die machen halt schon, was das angeht, sau viel Damage, ne? Die sind jetzt kein Popolappen mehr, sag ich mal. Oder kein Kinderspiel mehr. Also die hauen ja, was das angeht, recht rein, aber ich... Ist auch noch was. Aber ich finde es interessant, dass so an und für sich keine... Das solltest du jetzt nicht machen, sondern unbedingt die Wand hier stechen. Chaos-Kristall. Hab ich schon was vergessen? Diese Paranoid? Nein. Okay, wahrscheinlich sammeln wieder alles auf Schritt und Tritt. Weil ich bin so nervös, ne? Ich kenne das halt gar nicht. Das wieder was? So, den hat's erwischt. Die erwischt's auch gleich, wenn... Jetzt komme ich wahrscheinlich in den Schatten-Dingsbums ran, ne? Ja. Also, wenn ich Blitz mache, komme ich hin. Ich hab verstanden. Hallo? Da steht doch vor mir noch einer. So, ist jetzt weg. Gut. Nichts hier. Gut, das wird jetzt ein bisschen hart. Kommen wir nicht mal an. Wo bin ich denn? Ich sehe nur, dass ab und zu Aqua da steht, aber mehr sehe ich ihn auch wieder nicht. Ich finde es nicht so cool. Wie hießen die Schatten? Wie hießen die nochmal? Das waren den. Gut, das ist echt fies. Enough! Für mich so wie so eine Lasershow. Gut, das eine haben wir jetzt fertig. Die Schattenluchis sind ja nicht das Problem, meiner Meinung nach. Das sind eher die. Ich weiß nicht, wie die heißen. Ich habe echt deinen Namen vergessen. Das ist echt schlimm. Oh, nochmal Explosion. So. Aber die geben halt eigentlich. Du kriegst eigentlich hier kein Leben zurück. Das ist es ja. Du musst dich einfach hier hochheilen jedes Mal. So. Gut, hier kommen nur die kleinen Schattenluchis raus. Von den anderen kamen die Neon. Ich glaube, das sind die Neo-Schattenluche tatsächlich. Oh Gott. Aber man kriegt halt hier voll viel Megatränke. Gut. Dann haben wir das auch fertig. Ich weiß leider nicht, wie lange das auch. Oh, mein Fuß ist eingeschlafen. Wie lange das Ganze dauern wird. Mich würde jetzt interessieren, wie die tatsächlich heißen. Geheime Berichte habe ich alle. Spielstatistik-Charaktere interessiert. Schattenschall.
Nee, steht da nicht drinnen, aber die heißt gut. Echt interessant, dass ich da hochjumpen kann. Ich würde mich gern vorerst mal heilen, bevor ich hier weitergehe. Oh, das ist interessant. Geheimes Erz? Okay. Ich bin auf dem richtigen Weg. Aber geheimes Erz? Ich nicht runterfallen. Okay. Oh. What is this here? Ich weiß gerade echt nicht, was ich tun soll, aber gut. Gibt es hier einen Boss? Ach klar, wir haben schon alle. Wir haben schon alle Mäuschen. Gut. Da hinten ist eine Truhe. So, gut, dann macht das mit Zeitschleife hier mal schön. Folge, habe ich doch schon. Gott, ich habe Angst, dass ich hier runter volle Wäsche runterdonner, ne? Meine Batterie ist nicht fast leer. Okay. Da unten ist noch eine Truhe. Die wünsche ich mir zu holen. Final Elixir. Mir fehlt nur noch eine Truhe, wenn ich mich jetzt nicht richtig verschaut habe. Ach, super. Mittendrin. Noch mal kurz zurück, denn ich möchte mir tatsächlich die Truhe holen, die mir noch fehlt. Die wird dann vermutlich. Ja, wohl sein, ne? Nee. Echt nicht? Na gut, ich werde die Truhe mal suchen und werde euch dann reinschneiden, sobald ich sie gefunden habe. Dude, ich habe es jetzt nicht gefunden, aber ganz ehrlich. Ist ja egal, wir gehen da jetzt einfach weiter. Vielleicht
Ich komm dir noch irgendwo hin? Nee, die habe ich geöffnet. Vielleicht kommt der noch, keine Ahnung. Aber schauen wir mal, was hier drinnen ist. Oh, ganz viele Schattenluchis. Ach, das finde ich ja super. Besiege alle Feinde. Gut, das sollte kein Problem sein, nehme ich mal an. Ach du Kacke. Wie viele Gegner hier sind. Das ist ja nicht abnormal. Oh Gott. Oh mein Gott. Das war schrecklich. Dann speichere ich das Ganze gleich mal. Also das ist echt nicht leicht. Das muss ich schon sagen. Also wieder 10.000 Schattenluche und Schattenschalken hießen die. Auf einen losgehen. Kann man echt anfangen und hoffen, dass man das irgendwie überlebend rauskommt. Gut, wenn da ein Speicherpunkt ist, wirst du vermutlich weitergehen. Na gut. Dann machen wir das mal. This monster. This is no Unverse. Just a dweller of darkness. Besiege den. Ja, toll, ich besiege einen Feind, den ich kenne. Ich spam jetzt einfach mal die Blockentaste. Wo ist er denn? Wo ist er? Das ist ja voll kacke, ne? Oh, er hat mich getroffen.
kommt mir immer bekannt vor. Alter. Oh mein Gott. Mein Herz rast. Was ist das für ein Kampf? Mein Herz rast immer noch so sehr. Aber okay, jetzt verstehe ich, wie wir... Okay, gut, ich verstehe A Fragment Chip Passage, wie wir da hinkommen. Ich weiß immer noch nicht, wo diese eine Truhe war, aber... Ja, gut. Dann würde ich sagen, das war's mit Birth by Sleep. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal vermutlich bei A Fragment Chip Passage wieder, weil ich möchte das auch noch vor Kingdom Hearts 3 machen. Aber ein kurzes Resümee zu... Kingdom Hearts allgemein, also Birth by Sleep. Ich finde das Spiel Hammer und ich finde es das cool, dass ich gerade eine geheime Episode gespielt habe, von der ich noch nie was gehört habe. Und ich bin echt gespannt, wie Kingdom Hearts 3 wird und was noch alles mal in Fragment Chip Passage passiert, weil daran kann ich mich überhaupt nicht mehr so richtig genau erinnern. Aber ich finde es auch irgendwie toll, dass sie das auch mit hier eingebaut haben. Und ich bin dermaßen am Zittern bei dieser Bosskampf. Der war, ich weiß nicht, er war jetzt nicht so schwer, sag ich mal, wie Terra Nord. Also das erste Mal mit Aqua. Er war ein bisschen leichter, aber es war auch nicht gerade leicht, vor allem nicht gegen die Schatten schalten. Aber ich fand das richtig cool. Und ja, ich würde sagen, das ist ein guter Abschluss für dieses Let's Play und vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann bei A Fragmentary Passage wieder. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!